Next Earth. Könnte das möglicherweise eines der Crypto-Metaverse-Projekte sein, die in den kommenden Wochen, Monaten und vor allem auch Jahren eine großartige Entwicklung hinlegen? Genau diese Thematik schauen wir uns im heutigen Video etwas genauer an. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute sprechen wir mal spezifisch über ein einzelnes Krypto-Projekt. Das ist auch das zweite Video am heutigen Tag. Ich weiß, dass sich nicht jeder von euch für einzelne Projekte interessiert. Trotzdem wollte ich das Projekt hier unbedingt noch einmal ansprechen, denn ein Video, welches ich vor knapp 2 Monaten hochgeladen habe, hat das Projekt im Grundkern innerhalb von 3-4 Minuten so ein bisschen angesprochen. Und im heutigen Video wollen wir uns dieses Projekt nochmal etwas genauer anschauen. Falls dir diese Videoreihe gefällt, dann lass super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Gerne kannst du mir auch in die Kommentare schreiben, ob du vielleicht ein spezielles Projekt nochmal von mir im Einzelnen hier auf YouTube vorgestellt haben möchtest. Reden wir auch nicht länger mit dem heißen Brei, sondern springen direkt auf die erste Folie. Ja, bereits am 12.11.2021, also vor knapp 2 Monaten, habe ich das Projekt einmal vorgestellt. Seitdem bekomme ich fast täglich Anfragen unter meinen Videos, vor allem aber auch auf Instagram, genau zu diesem Projekt, wie ich zu diesem Projekt stehe und wie ich seine Entwicklung in den letzten Wochen so begleitet habe. Ihr seht hier gerade im Hintergrund, wie viele Land-NFTs gemintet wurden bei unserem letzten Video. Es waren damals 97.000. Zum aktuellen Zeitpunkt, knapp 2 Monate später, sind es schon knapp 380.000. Dementsprechend war auch die Preisentwicklung dieser NFTs, sie sind gut nach oben gegangen und auch zum aktuellen Zeitpunkt sieht man dort noch ein großartiges Wachstum. Was man bei Next Earth nicht vergessen darf, und das möchte ich hier auch ganz klar sagen, dieses Projekt steht noch ganz am Anfang. Das heißt, es hat die Möglichkeit, hier extrem groß zu werden. Man hat die Möglichkeit, hier ein extrem großes Wachstum zu sehen. Selbstverständlich haben solche Projekte, die noch recht klein sind, die noch recht jung sind, auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hier zu scheitern. Daher hier der Disclaimer, das hier ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung oder sonst was. Ich stelle euch das Projekt lediglich vor. Es handelt sich um ein Metaverse-Projekt, was sich halt eben gerade in den letzten Wochen hier sehr schön entwickelt hat. Aktuell geht es bei dem Projekt gerade darum, hier eine Community zu schaffen und erstmal überhaupt sogenannte Ländereien bzw. eben diese NFTs hier zu verteilen. In Zukunft bzw. morgen wird es dann auch zu einem Token-Launch kommen, den wir uns später nochmal anschauen werden. Was sie in den vergangenen Monaten schon erreicht haben, ist extrem krass. So wurden über 350.000 NFTs hier geprägt und fast 1 Million US-Dollar, die hier eingenommen wurden, wurden an Charity-Organisationen gespendet. Mehr als 30.000 Landbesitzer gibt es aktuell bei über 180.000 registrierten Nutzern. Das wirklich Coole bei Next Earth ist, dass sie sich aktuell auf Polygon bzw. Matic konzentrieren. Das gibt einem einfach die Möglichkeit, hier extrem günstige Transaktionskosten zu genießen und wir halt dadurch eben nicht die hohen Ethereum-Kosten haben. Es gibt natürlich verschiedene Punkte, warum das Ganze für den einen oder anderen etwas sein könnte oder eben nicht. Ganz klar, das Projekt steht noch am Anfang und sehr viele Dinge werden erst noch kommen. Zum aktuellen Zeitpunkt konzentrieren sie sich halt erstmal darauf, die Ländereien zu verteilen und wir gehen später nochmal auf einige Aspekte ein, die du später als Vorteil für dich nutzen kannst, wenn du eben eine gewisse Anzahl dieser Ländereien besitzt. Ansonsten finde ich allerdings auch noch ganz cool, dass eben ein Teil des Umsatzes, soweit ich weiß 10%, hier gespendet werden und somit das Ganze für einen guten Zweck auch eingesetzt wird. Das ist auch ein Punkt, den sie früher oder später noch stärker bekräftigen wollen. Gerade wenn später einzelne Unternehmen möglicherweise hier mit in das Projekt investieren, wollen sie sich eben auch darauf konzentrieren, Charity umso größer zu schreiben. Momentan sind es halt nur Teils, die hier verkauft werden. Später soll dann ein richtiges Ökosystem hier entstehen, wo man Transaktionen tätigen kann und richtig in dieses Metaversum reinkommen kann. Gerade durch den extrem großen NFT und vor allem auch Metaverse-Hype, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Projekt hier noch eine großartige Entwicklung sehen wird. An die Roadmap haben sie sich bisher perfekt gehalten und aktuell, ihr seht es, haben sie ihr eigenes Launchpad an den Start gebracht und den ersten Token, den sie hier an den Start bringen, wird ihr eigener sein. Das schauen wir uns auch später nochmal an, wie man hiermit partizipieren kann, beziehungsweise wie man hier an diesem Token-Launch teilnehmen kann. Erstmal schauen wir uns an, wie man überhaupt an diese Ländereien kommt und wie das Ganze aussieht. Bei der Map handelt es sich um eine 1:1 Nachbildung der echten Welt. Somit kann man theoretisch oder könntest du, wenn du Bock darauf hast, dein eigenes Haus quasi in diesem Metaversum kaufen. Dazu kannst du oben links ganz einfach nach deiner Stadt filtern. Natürlich kann man auch in größere und bekanntere Städte gehen. Hier ist natürlich der Andrang umso größer. Beispielsweise wie hier in New York City sind so gut wie alle Teils bereits schon ausverkauft. Falls du trotzdem einen Teil kaufen möchtest, was vielleicht schon von jemand anderem besitzt wird, dann kannst du natürlich auf den Marketplace gehen, hier entweder andere Teils kaufen oder Anfragen stellen. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Ich bin jetzt hier beispielsweise in Bremen gelandet und sehe hier, dass recht große Teilstücke von anderen gekauft wurden. Ich kann jetzt ganz einfach auf diese Teils klicken und
sehe dann hier History, Inspect oder Place in Offer. Dazu sehe ich noch die aktuellen Kosten und natürlich den Standort. Ich wollte jetzt kein anderes Teil kaufen von jemand anderem, deswegen habe ich mir hier einfach mal selber ein paar Teils markiert und konnte dann hier ganz einfach einsehen, wie hoch die Kosten ausfallen. Die Kosten werden hier in USDT berechnet, tatsächlich zahlt man sie aber später mit Matic bzw. halt zum aktuellen Zeitpunkt. Nach dem Token Launch soll man dann diese Teils mit ihrem eigenen Token kaufen können. Jedenfalls wird einem dann hier der USDT-Preis von jetzt beispielsweise 13,80 Dollar angezeigt. Ich kann hier ganz einfach auf Buy Now gehen und im Anschluss wird mir hier schon alles einmal vorgerechnet. Ich kann dann oben links den Promo-Code eingeben. Wie bereits gesagt, nutzt gerne meinen Code, damit spart ihr 5% und ich bekomme auch nochmal ein paar Prozent Provision. Damit unterstützt ihr mich natürlich ebenfalls. Man kann auch hier Spend Units klicken. Es gibt hierbei einige Tasks, die man abschließen kann, wie beispielsweise deren Discord folgen oder sie bei Twitter abonnieren. Das kann man ganz einfach machen. Dann bekommt man eben einen kleinen Rabatt, den man hier für seine Kauforder nutzen kann. Hat man auch das getan, dann wird hier die Transaktion bestätigt bzw. dann durchläuft man hier halt einen Transaktionsdurchfluss. Der beste Weg meiner Meinung nach ist halt ganz einfach über MetaMask. Wichtig, es handelt sich hier natürlich dann um die Polygon-Chain und möglicherweise muss man hier einige Tokens migrieren. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch einige Probleme, hier meine Matic-Token raufzubekommen, aber am Ende des Tages hat es dann doch geklappt. Und dazu darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der Markt momentan extrem überrannt ist, beziehungsweise, dass das Netzwerk recht hoch ausgelastet ist. Klar, bei Polygon, beziehungsweise bei Matic handelt es sich noch um ein System, wo die Transaktionskosten zum Glück deutlich schneller gehen und deutlich günstiger sind als im Ethereum-Ökosystem. Trotzdem kann es halt teilweise 1-2 Sekunden dauern. Ist man dann soweit, dann wird das eigene Land hier auf der Map auch angezeigt und man kann draufklicken und hat quasi dieselben Optionsmöglichkeiten, wie ihr eben auch gesehen habt. So kann man hier beispielsweise gucken, wer das Land gekauft hat, wie das Land heißt, denn natürlich kannst du dein eigenes Land auch benennen, wie du eben möchtest. Auf der anderen Seite kann man hier auch einen Offer schicken, also eben eine Anfrage, um möglicherweise das Land hier zu kaufen. Wo wir gerade beim Thema kaufen sind, aktuell funktioniert das mit dem Matic Token, in Zukunft wird es aber, so wie ich es zumindest rausgelesen habe, mithilfe des NXTT Tokens funktionieren. Und diese Thematik wollte ich unbedingt nochmal ansprechen, bevor der Token-Launch stattfindet, denn das könnte natürlich für den ein oder anderen interessant sein. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass sie hier ihr eigenes Launchpad an den Start bringen und tatsächlich wird es bereits in wenigen Stunden, in nicht mal mehr 24 Stunden soweit sein, dass man sich hier halt selber an dem Projekt beteiligen kann bzw. hier Tokens kaufen kann. Mithilfe des eigenen Tokens werden dann alle Transaktionen in diesem Ökosystem durchgeführt. Momentan ist es halt mehr nur der Kauf und Verkauf von den verschiedenen Land-Tiles. Es wird in Zukunft natürlich noch viele weitere Funktionen geben. Auch ein Community Treasury wird erstellt, wo ein Teil der Plattformgebühren dann mit einfließen wird. Dieser Belohnungspool-Mechanismus wird am Anfang vollautomatisch sein, ohne dass Next Earth selber bzw. das Team eine Kontrolle darüber haben wird. In Zukunft wird dieser Pool dann an eine DAO weitergegeben, also an eine dezentrale autonome Organisation. Ein weiterer Vorteil, den man durch die Tokens hat, ist hier die sogenannte Governance, sodass man teilweise Mitentscheidungen treffen kann. Was mich besonders interessiert hat, ist hier natürlich das Staking, was ebenfalls mit reinkommen soll. So kann es in Zukunft so sein, dass du hier für deine Ländereien Staking Rewards bekommst. Das heißt, du kaufst dir jetzt irgendwelche Teils beispielsweise und bekommst dir dann quasi so wie Mieteinnahmen deine Staking Rewards. Finde ich eine coole Idee und das ist hier natürlich gerade mal vielleicht 5% der Entwicklung, also wirklich noch in den Kinderschuhen, weshalb ich auch selber hier mit dem Token partizipieren möchte, einfach um früh dabei zu sein. Insgesamt wird es 60 Milliarden ihrer eigenen Tokens geben. Die ersten 5% werden halt direkt zu Launch hier rausgebracht und an die Community gegeben. 20% wird erstmal für das Entwicklerteam beiseite gelegt, was ich persönlich für einen relativ hohen Anteil halte. So eine Token-Verteilung sehen wir allerdings bei recht vielen Gaming- und Metaverse-Projekten. Die 75%, die beiseite gelegt werden, werden halt in Zukunft unter anderem das Projekt dabei unterstützen, hier das Wachstum zu finanzieren und halt auch möglicherweise einzelnen Projekten hier eine gewisse Macht in die Hand zu geben. 6% werden hierbei übrigens noch in die Liquidity-Pools gegeben, damit man den Token hier natürlich auch auf den Swap-Plattformen tauschen kann. Um an dem Token-Sale teilzunehmen, musst du recht wenige Kriterien erfüllen. Die Seite möchte natürlich, dass man selber auch damit partizipiert. So musst du Ländereien im Wert von mindestens 100 US-Dollar gekauft haben. Finde ich jetzt nicht ganz so heftig die Einstiegshürde. Das Ganze ist auch in 5 verschiedene Tier-Ränge unterteilt. So habe ich hier einfach mal eine Liste zusammengestellt, was ich hier aus dem White Paper gefunden habe, damit ich das Ganze einfach mal auf Deutsch übersetzen kann. Der kleinste Teil, knapp 200 Millionen Tokens, werden hier für gerade einmal 0,00
0,005 Cent rausgegeben. Allerdings kriegen auch nur recht wenige Leute hier den Anspruch auf diese Tokens, nämlich die, die echt früh dabei waren. Sie selber haben es hier als Untouched Pact Owners geschrieben. Das sind die Leute, die echt früh partizipiert haben und niemals ihre Teils hier verkauft haben. Der zweite Rang, der Tier 2, hat dann schon etwas höhere Kosten und ein Volumen von knapp 400 Millionen Tokens. Hierbei bekommen Investoren den Zugang, die ihre Ländereien vor dem 21. September des letzten Jahres gekauft haben und mindestens 10.000 US-Dollar investiert haben. Ich lese das hier jetzt nicht alles vor, ihr seht hier ja die Liste, ihr könnt es ja selber einmal ablesen. Für die meisten von uns werden halt Tier 5 und Tier 4 möglicherweise interessant sein. Das sind halt die, die aktuell gekauft haben oder möglicherweise vor dem 15. Dezember. Es gibt auch keine Zeitvorgabe für Tier 5 und Tier 4. Die Ränge davor haben eine kleinere Zeitvorgabe, sodass man hier natürlich nicht extrem günstig an die Tokens kommt und sie direkt dumpen kann. Damit möchte man einfach verhindern, dass der Token hier direkt zu Launch erstmal fett gedumpt wird, und dieser Token Sale soll das Projekt natürlich nachhaltig unterstützen. Um an diesem Token Sale teilzunehmen, gibt es allerdings noch eine weitere Bedingung, die ich persönlich tatsächlich echt sehr gut finde. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes KYC-Verfahren, ein Know Your Customer-Verfahren. Der Grund dafür ist recht einfach: regulatorische Bedingungen. Auch wenn wir es möglicherweise noch gar nicht mitbekommen haben, gibt es schon einige regulatorische Dinge, die hier definitiv berücksichtigt werden müssen, so wie beispielsweise das KYC-Verfahren. Das Problem ist nämlich, dass ein solcher Token Sale zum aktuellen Zeitpunkt in den United States sowie in einigen anderen Ländern verboten ist. Mit diesem Verfahren wird einfach nur auf Nummer sicher gegangen, dass du eben nicht aus den Ländern kommst, wo ein solcher Token Sale verboten ist. Das Ganze funktioniert auch nicht, indem du jetzt mit irgendwem telefonieren musst. Du musst einfach nur ein Dokument von dir einscannen, um das Ganze zu verifizieren. Das wird auch über einen Drittanbieter gemacht. Über diesen Anbieter kann man sich natürlich auch nochmal extern belesen, wenn man eben nicht unbedingt der Seite vertraut. Ich habe das Ganze allerdings gemacht, komplett ohne Probleme. Und wie bereits gesagt, du brauchst keine Angst haben, dass du hier mit irgendwem telefonieren musst. Du musst nur halt bestätigen, dass du wirklich aus einem der Ländern kommst, in denen das Ganze legal ist. Und wenn du dann die Kriterien erfüllt hast, also Ländereien für mindestens 100 US-Dollar gekauft hast und eben das KYC-Verfahren hier durchlaufen hast, dann kannst du am Token Sale am morgigen Datum bereits teilnehmen. Es wird nach eigenen Angaben auch recht einfach funktionieren. So kannst du einfach angeben, für wie viele US-Dollar du hier die Tokens kaufen möchtest. Dann wird dir halt eine Vertragsadresse gegeben und ich denke mal, dieser Durchgang wird relativ einfach. Ich habe hier zwar jetzt die Stichpunkte rausgeschrieben, die ich dem White Paper entnehmen konnte. Ich denke allerdings, das ist eigentlich recht selbsterklärend. Du gibst halt an, wie viel du investieren möchtest, für wie viel du Tokens kaufen möchtest, signierst eben hier die Transaktion und bekommst dann nach diesem Token Sale eben die NXTT-Tokens. Übrigens, für all die Leute, bei denen das Ganze nicht klappt oder wenn eben zu viele Leute hier investieren wollen, die bekommen dann ganz einfach ihre Matic-Tokens zurückgeschickt. Insgesamt wird dieser Token Sale halt morgen starten und bis zum 27. Januar gehen. Du hast halt dann in der Zeit jetzt die Möglichkeit, hier diese Verfahren zu durchlaufen, anzugeben, wie viel du investieren möchtest, den Betrag zu investieren, und ab dem 27. Januar wird dann dieser Whitelisting-Prozess abgeschlossen und die Tokens werden Stück für Stück eben nach diesen Rängen bzw. nach den Tickets und den Verpflichtungsstufen rausgegeben. Ich hatte ja eben schon gesagt, sollte es bei dir nicht klappen oder du weniger bekommen, dann bekommst du den Rest deiner Matic-Tokens halt ganz einfach an deine Adresse wieder zurückgeschickt bzw. kannst diese dann bei NextEarth selber sofort wieder claimen. Das Prinzip ist auf jeden Fall ganz cool und ich werde mich vor allem in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter damit auseinandersetzen. Falls dir dieses Projekt gefällt oder du Interesse daran hast, dann kannst du natürlich auch auf deren Discord oder auf deren Twitter mal vorbeischauen. Das Projekt ist noch sehr jung, da bestehen auch ab und zu mal kleinere Komplikationen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass einem hier bei Discord recht schnell geholfen wird. Solltest du also einige Probleme haben, findest du hier auf jeden Fall recht schnell einige Kontakte. An dieser Stelle möchte ich das Video auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Ich habe das Projekt jetzt einfach mal vorgestellt, weil das Interesse so groß war und weil sie halt aktuell gerade einen Token Sale machen. Und ich werde immer wieder gefragt: Robin, stell doch mal einige Token Sales vor, die haben doch echt Potenzial. Das Ding hat auf jeden Fall Potenzial. Wie bereits gesagt, wägt hier ein bisschen das Risiko und die Rendite ab. Investiert nicht zu viel, seid auf jeden Fall auch vorsichtig bei solchen Projekten. Informiert euch noch einmal selber und hört natürlich nicht nur auf einen YouTuber, nur weil er das Projekt hier vorgestellt hat. Do your own research, und an dieser Stelle möchte ich das Video auch schon beenden. Ich bedanke mich noch einmal für den Support an alle Leute, die meine Videos immer regelmäßig bewerten und kommentieren, und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.